Ein wunderschön, da bin ich wieder. Und heute ein bisschen in gemütlicher Stimmung. Und zwar, ja, es ist ein Unboxing, ihr seht es im Titel auch, was angeboxt wird. Und zwar ein iPhone 8. Ja, genau. Ein iPhone 8 in dem schönen Gold. Nein, es ist nicht für mich, es ist für meine Frau. Und sie hat mir es genehmigt, das Ding mit euch zusammen auszupacken und mal schauen, was da drin ist. Viel Spaß! iPhone 8, wir haben auch gleich eine Hülle dazu bestellt, ist diesmal extrem wichtig. Ihr werdet auch sehen, warum. Packen wir das Ganze einmal aus, mal schauen, was sich da drin verbirgt. Das riecht immer gleich. Meine Frau sitzt übrigens hier, sie will nicht gefilmt werden, aber vielleicht seht ihr mal eine Hand von ihr. Ich bin im Schlafanzug. Ach so, sie ist im Schlafanzug deswegen. Ja. Da, packen wir das Ganze einmal aus. Jetzt bin ich bestimmt da am Fenster. Nein, bist nicht im Fenster zu sehen. So. Ja, ganz vorne ist Design by Apple in Kalifornien. Ich glaube, man sieht das alles nicht, weil es sehr, sehr hell ist. Genau, und sobald wir das einmal abnehmen, das ist so ein kleines, ja, da sind die Kleber drin und ein sogenanntes SIM-Removal-Tool, um die SIM-Karte rauszuholen. Und hier ist das schöne Telefon. Meine Frau sieht es auch zum ersten Mal, ist natürlich auch sehr schön. Ja, ich oder das Telefon? Du siehst das Telefon zum ersten Mal. Nein, wer ist schön? Ja, ihr beide. So, ja, es ist nicht mehr das gleiche Gold, wie es vorher war. Und zwar ist es eher cremefarben. Gold, es geht so ein bisschen in die Cremefarbe rein. Ich sag erstmal nicht weiter dazu. Ich gucke mir mal den weiteren Packungsinhalt an. Ich glaube, alle kennen diesen Stecker. Das ist ein ganz normaler 5 Watt Stecker, um das Telefon zu laden. Hast du eine Frage? Es geht nicht. Nein, es ist ja auch noch nicht an. Genau. Dann haben wir hier die Kopfhörer. Da das Telefon, wie auch schon das iPhone 7, kein Kopfhörerausgang bzw. ja, Kopfhörerausgang hat, hat es ein Lightning-Anstecker sozusagen, also ein Lightning-Anschluss für die Kopfhörer. Hinten allerdings, zeige euch das mal, genau, hinten könnt ihr sehen, da ist ein kleiner Adapter von Lightning, also von dem einzigen Anschluss an dem Telefon auf ganz normale Klinke. Da könnt ihr auch altmodische Kopfhörer dann anschließen, altmodische, also mit einem altmodischen Stecker. Und hier ganz normale Lightning-Stecker, passend zu dem hier, kommt dran und dann kann das Ding geladen werden. So, ansonsten ist nichts mehr drin. Was neu ist auch, dass die Verpackung sich noch mehr anpassen, und zwar an die Farbe des Telefons. Also diese Verpackung ist, ich glaube, man sieht das mit meinem Licht leider nicht, aber die Farbe der Verpackung ist nicht weiß, sondern sie ist cremefarben. Vom silbernen iPhone ist das Ganze weiß und von dem Space Grain iPhone, also von dem schwarzen iPhone, ist die Verpackung schwarz. Kommen wir einmal zu dem Telefon an sich. Das erste, was an diesem Telefon auffällt, ist, dass es ziemlich genauso aussieht wie ein 7er. 6S, 6. Also von vorne gesehen sieht es gleich aus. Und der große Unterschied an dem Design ist tatsächlich die Rückseite. Ihr seht hier auch schon die Spiegel so komisch, ja, weil die Rückseite aus Glas ist und nicht mehr aus Aluminium. Das hat auch einen ganz guten Grund, und zwar wegen eines Features des Telefons. Es geht um das Laden. Ja, ich habe euch zwar gezeigt, dass was alles dabei ist, dass ihr das Ganze natürlich herkömmlich mit dem Ladekabel laden könnt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, eine Ladestation zu kaufen. Eine sogenannte Qi-Ladestation. Das ist ein Ladestandard, und zwar ohne Kabel. Das heißt, ihr habt so im Prinzip eine Platte, die an Strom angeschlossen ist. Ihr könnt das Telefon rauflegen und das lädt. Das ist so der erste große Unterschied, was den hier ausmacht. Ansonsten sieht es von außen relativ gleich aus.
Ja, die Kamera, wenn man ganz genau hinguckt, sieht sie ein kleines bisschen anders aus, aber nichts Wildes. Kommen wir zu Features an sich, wenn wir schon gerade dabei sind mit dem kabellosen Laden. Es gibt natürlich noch andere Sachen, die das Telefon anders machen als ein 7er, weil ich denke, das fragen sich sehr viele, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem 7 und dem 8? Ja, schön, dass es eine Glasrückseite hat. Was verbirgt sich noch dahinter? Und zwar, wie gesagt, das Laden, das ist eine große Neuerung. Es gibt aber natürlich noch mehr. Kommen wir zu dem Display an sich. Ja, das Display an sich, ja. Es ist das gleiche von der Auflösung und so weiter. Ist sehr, sehr schön. Es ist aber, glaube ich, also es kann noch mehr Farben, also noch mehr Farbintensität zeigen. Aber ein ganz großer Unterschied ist, dass das Retina HD Display, was ja drin verbaut ist, dass das jetzt ein sogenanntes True Tone Display ist, wie das Apple auch schon in den iPad Pros eingebaut hat. Was bedeutet das jetzt? Und zwar bedeutet das, wenn ich in einem Raum bin, dann sieht ein Weiß anders aus, als wenn ich draußen bin. Ja, also wenn ich ein Blatt Papier habe oder ein Buch lese beispielsweise, dann sieht das Weiß draußen an der Sonne anders aus als drinnen bei elektrischem Licht. Und das ist das, was das Display jetzt inzwischen auch kann. Und zwar passt es die Weißtöne, also den Weißabgleich des Displays sozusagen, der Temperatur der Farbe draußen an. Und das ist sehr, sehr gut, das ist sehr, sehr angenehm für die Augen. Kommen wir zu der Kamera. Ja, viele auf vielen Internetseiten sagen, super, jetzt haben wir die gleiche Kamera drin. Ja, nicht ganz. Also, was den Unterschied ausmacht, ist gar nicht so an die Kamera an sich, sondern es ist eher der Sensor, der größer ist und der noch wesentlich mehr Möglichkeiten hat. Sehr bemerkbar macht es sich, wenn es dunkler wird. Na? Also wenn wir in dunkleren Räumen sind oder wenn die Dämmerung draußen ist oder wenn es wirklich dunkel ist und nur wenige Lichtquellen zu sehen sind, dann werden hiermit wirklich unglaublich gute Fotos geschossen. Also noch besser als beim 7er. Da gibt es schon einige Vergleiche im Internet und es ist tatsächlich, es ist ja, minimal, nicht marginal, aber es ist schon zu sehen, dass es wirklich nochmal auch schärfer ist. Auch im Dunklen kann man leichte Konturen halt nochmal schärfer sehen. Das ist beeindruckt mich sehr. Ja, der Prozessor ist wirklich unfassbar. Also er heißt A11 Bionic. So heißt der Chip, meine ich. Und Bionic ist einfach nur hinten rangeklebt worden, weil es sich cool anhört. Wegen nichts anderem. Der A11, das ist ein von Apple eigens produzierter Chip. Und es ist schon unglaublich, wie groß es ist. Also einige reden davon, dass der Chip in diesem kleinen Smartphone stärker ist als der vom MacBook Pro. Und das ist, muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, weil das hört man ja nicht alle Tage. Also wie ihr seht, ich habe es mir hier gemütlich gemacht und werde das Gerät jetzt für meine Frau einrichten. Also mit ihr zusammen, sie soll es ja auch ein bisschen lernen. Sie hat bisher ein iPhone 6. Werden wir die SIM-Karte jetzt hier reinmachen, die passt 1:1 und werden dann ihr Backup hier rauf machen. Das ist bei Apple immer sehr, sehr schön, dass man das Backup einfach hier rauf spielen kann und dann ist alles 1:1 wieder auf dem Gerät. Das macht Spaß. Das ist leicht und das ist natürlich super. Das ist das iPhone 8. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben. Und ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr noch Lust habt auf andere Videos von mir, ich werde die hier verlinken. Auf dem Abo-Knopf unten in der Beschreibung habe ich das Ding nochmal verlinkt, falls ihr das auf der Apple-Seite euch alles nochmal... Ich soll damit nicht so rumfuchteln. Okay, ich lasse es. Genau, falls ihr nochmal nachlesen wollt, unten in der Beschreibung habt ihr nochmal den Link auf die Apple-Seite mit dem Gerät und ansonsten habt ihr unten nochmal meine Facebook-Seite und so weiter. Gefällt mir, könnt ihr anklicken, abonnieren auf YouTube. Ich würde mich freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao!